Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Weekly Vlog. Ich habe gedacht, ich fände es ganz witzig, wenn ich den Weekly Vlog jetzt immer montags starte in einem krassen Kostüm. Ich weiß auch nicht, irgendwie momentan habe ich so Full Face Make-up. Sachen, die ich Dinge, die ich tun muss. Das macht mir ja auch immer mega Spaß. Ja. Ich werde mich jetzt abschminken, weil um 16 Uhr habe ich eine Massage. Dann gehe ich jetzt gleich hin. Hey, hey ihr Lieben, am Dienstag musste ich dann leider nochmal in die Uniklinik nach Düsseldorf fahren. Das war alles ziemlich nervig und auch dieses Mal war ich echt wieder lange unterwegs. Aber ich habe mich belohnt, indem ich einfach bei TK Maxx noch ein bisschen Halloween-Deko shoppen war. Okay, Fox, ich habe jetzt alles gepackt und es kann losgehen. Auf nach Hamburg. Ich freue mich. Morgen Theater. Samstag weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht abends auf dem Kiez oder so mit den Mädels. Und Sonntag dann irgendwo nach Hause. Also, es wird schön. Hello from the Zug. Wir haben es in den Zug geschafft mit dem ganzen Kram hier. Und wir haben jetzt hier so eine Situation. Ivana wollte auf Klo gehen. Hier ist aber alles zu und dann haben wir gesagt, ja, dann steigt da kurz aus und in den anderen Waggon ein. Und jetzt schreibt die uns eben, ja, der Zug ist weg ohne sie, aber wir wissen nicht, wo sie ist. Und sie schreibt seit 10 Minuten nicht zurück. Also, die veräppelt uns. Ich hoffe es. Also, wir halten euch auf dem Laufenden, was hier los ist. Aufklärung der Situation. Ihr wart erst ausgestiegen und dann, was sie? Sie wollte ins andere Abteil laufen und dann, war die nächste Tür auf einmal defekt und sie stand da und wollte, glaube ich, dann versuchen, ins nächste nochmal zu kommen. Und da war schon zu spät und der Zug hat alle Türen zugemacht und ist losgefahren. Ey, wie Pech kann man haben? Naja, wir nehmen es mit Humor und haben jetzt auch eine Lösung. Also wir steigen in Münster ganz normal aus, wie abgesprochen. Dann nehmen wir halt einen ICE später. Der kommt 10 Minuten später. Also alles easy. Unser Ursprungs-ICE fällt ja eh aus. Danke, Deutsche Bahn. Und deswegen können wir ja eh mit jedem ICE fahren, der auch kommt. Das ist der Upsi des Jahrhunderts. Der Upsi des Jahrhunderts. Guten Morgen, Jessie. Guten Morgen. Was haben wir gestern Abend noch so gemacht? Also, wir sind gestern Bahn gefahren, sind im Hotel angekommen und haben noch einen leckeren Cocktail getrunken. Und die Ivana lebt wieder. Wir haben sie wiedergefunden im Zug. Wir haben das live gevloggt, wie du. Die Ivana hat es total geschafft, einen kühlen Kopf zu bewahren, dank ihrem Nackenventilator. Und ist direkt an dem Bahnhof, wo ich gestrandet bin, in den nächsten RE gestiegen, der gekommen ist, weil sie sich gedacht hat, besser aus dem Dorf raus in eine große Stadt, da ist die Chance. Hast du smart gemacht. Und hat erst angefangen zu weinen, als der Schaffner gefragt hat, was los ist. Und jetzt gehen wir ins Theater! Guten Morgen, Hamburg. Was machen wir heute? Party! Party Hafentour! Wir mieten uns jetzt E-Scooter. Ich hab das noch nie gemacht. Zum Hafen. Ich hab ein bisschen Angst.
Partnerin hier unten habe. Wo sind wir denn gerade? Wir sind in Olivia's Chocolate. Und wir sehen jetzt gleich die Mixshow mit allem. Mit Bullet und mit Party und mit Chakalaka. Und DJ. Und wir sind dran zu bringen von dir. Hallo, hallo von meiner Boyband-Frisur und an einem Sonntag. Oh, gestern war noch voll nice, wir waren noch was feiern. Bis in die Nacht. Naja, bis 2 Uhr oder so, weil wir Omis sind. Aber es war voll cool, weil ich glaube, ich war das letzte Mal vor 6-7 Jahren feiern oder so. Es hat mega Spaß gemacht. Auch dieses Partyschiff von Olivia Jones, super lustig. Also mal was richtig Bescheuertes einfach machen. Das war toll. Und jetzt chillen wir hier noch auf so einer Parkbank. Und wir haben jetzt gleich noch eine Reservierung bei The Ramen Hamburg. Danke für den Tipp an Mike nochmal. Und ja, dann fahren wir nach Hause und dann geht die neue Woche los. Also ich wünsche euch was. Wir sehen uns und habt eine schönen Start in die neue Woche. Schafft alles, was ihr euch vorgenommen habt, und es wird gut. Tschüss!